Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekirchde.de. Aus aktuellem Anlass brauche ich für die Jungscha ein Buzzer. Das heißt, wer zuerst auf eine Taste drückt, der hat gewonnen. Die grüne LED gibt ein ganz komisches Licht auf der Kamera, deswegen klebe ich das mal zu. So, wer zuerst drückt, dessen LED leuchtet und egal was der andere macht oder was der hier macht, es passiert nichts. Es muss resettet werden. Dann blinkt es kurz. Das heißt, ist bereit. Und wenn ich nochmal drücke, dann leuchtet die blaue LED auf. Der andere kann wieder nicht drücken. Im Endeffekt eine ganz tolle Sache, denn es ist sofort klar, wer gedrückt hat. Und die Taster, die sind so stabil, dass man auch mal ordentlich draufschlagen kann. Passiert gar nichts. Damit ist nachher beim großen Preis, den wir spielen wollen, sofort immer klar, wer zuerst gedrückt hat und da gibt es keine Streitereien mehr. Ich habe zuerst die Hand gehoben oder so. Und über den Reset zurück. Vielleicht hätte man den Reset irgendwann in die Seite machen müssen, einfach nicht, dass einer drücken kann und sagen, oh, ich habe gar nicht gedrückt. Aber dann ist ja offensichtlich. So, wie funktioniert das Ganze? Als allererstes kriegt ihr von mir mal kurz einen Schaltplan. Wem das zu kompliziert ist, nur, dass ihr ihn jetzt schon mal im Video gesehen habt. Also hier der Tiny, zweimal Pull-Down-Widerstand, einmal ein Pull-Up-Widerstand für den Reset. Meine beiden LEDs, wir sehen nachher, warum die keinen Vorwiderstand haben. Mein Piezo, ein Kondensator für den Tiny, dass der sauber läuft. Erklären will ich es euch hier drauf, das sieht man es besser. Hier meine Spannungsversorgung mit ja, zwischen 3 und 5 Volt verträgt der Tiny. Dann sieht man meine beiden Taster, Spieler 1, Spieler 2, sind über Pull-Down-Widerstände an Ground angeschlossen und gehen dann auf meine beiden Eingänge. Der Piezo-Summer sieht man hier, ist auf dem Eingang oder in dem Fall Ausgang 0. Ausgang 1 und 2 sind meine beiden LEDs. Ich verwende hier einfach ein PWM-Signal, das heißt, ich brauche keine Vorwiderstände. Aber Vorsicht nicht, dass ihr es zu hoch einstellt, dann sind die LEDs gleich mal futsch. Der Reset-Pin kriegt eben VCC. Also direkt Spannung und geht dann auf den VCC-Pin. Hier ist ein 47 Kilo-Ohm Widerstand, 1 Kilo-Ohm, 1 Kilo-Ohm. Mehr ist gar nicht, eine ganz, ganz einfache Schaltung. So, damit das Ganze funktioniert, habe ich ein kurzes. Oh, lass ich mich. Warte kurz. Habe ich ein ganz kurzes Arduino-Block oder einen kurzen Arduino-Block, Sketch, wie auch immer, zusammengeblockt. Weiß gar nicht, wie man das nennt, zusammengebastelt. Als erstes brauche ich hier ein paar Variablen. Ich habe eine analoge Variable Spiel, An und Aus. Mit Spiel habe ich im Endeffekt, oder mit An und Aus, sagen wir so, An und Aus sind meine Variablen für meine analogen Ausgänge. Also Aus ist die LED aus und bei An bin ich eben bei dieser Helligkeit gelandet. Ich könnte hoch bis 255, 20 reicht mir völlig. Und wenn ich jetzt eben aus sag, dann kommt diese Variable aus. Und wenn die LED an ist, gilt diese Variable. Kann man auch jeweils dahinter reinschreiben, bin ich aber zu faul dafür, deswegen einfach, weil Variablen kosten ja nichts. So, dann sehen wir hier immer noch im Setup-Teil. Das hier ist das kurze Blinken. Also wiederhole fünfmal LED an, LED aus, LED an, LED aus. 200 Millisekunden an, 100 Millisekunden aus. Das sieht dann eben so aus. Blinkt ganz kurz fünfmal. Kann man sich auch was anderes ausdenken. Dann schalte ich meinen Summer, den digitalen Pin 2, wo da ein Summer liegt, schalte ich auf die Ausstimme 2, nicht 0. Man zählt ja von unten her 0, 1, 2. Also 2 schalte ich aus. Und dann meine beiden LEDs auch nochmal aus, falls sie nicht aus sein sollten. Wie auch immer, kostet mich ja nichts. Die 2 sind aus. Dann habe ich hier 2 Blöcke. Und das sind im Endeffekt meine beiden Abfrageblöcke. Ich habe einen Digital Read, also mein Taster 3 wird abgefragt. Wenn der abgefragt wird, setze die Variable Spiel auf den Wert 3. Der Block läuft durch, hier ein so lange Block. Solange die Variable 3 ist, führt diesen Block aus. Damit habe ich eine Ewigkeitsschleife, denn es gibt keinen Grund oder keine Bedingung, warum sich dieser Wert 3 ändern soll. Davor, Entschuldigung, setze ich meinen Pin 2 aber noch auf High, das heißt, mein Summer geht an und ich mache ihn hier unten nach 300 Millisekunden aus. Könnte man auch schöner lösen, denn bei jedem Durchgang jetzt hier schaltet der den Pin aus, aber aus ist aus, also passiert nichts und es bleibt ja in aller Regel nicht 5 Stunden an und selbst wenn, wäre es auch egal.
Das Ganze mache ich mit meinem Digital Read 4 auch nochmal. Ich setze die Variable auf 4. Warum 4? Man könnte auch 1 oder 32.000 nehmen, ist egal. Der Einfachheit halber habe ich die 4 gewählt, weil ich den Taster 4 lese. Hier habe ich den Taster 3, also wähle ich hier die Variable 3. Ich meine, bei den zwei Blöcken ist es egal, wenn es aufwendiger wird, kann man also machen. Den Zoom wieder auf an. Die LED 1 aus. Ich gucke auf jeden Fall, dass die hier an ist. Genau, ja, mach du auf, ist okay. Mach auf hier. Genau. So, das war es eigentlich schon. Eine ganz einfache Geschichte, ganz einfache Sache. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Besucht mich mal auf www.kreativekirchde.de und ja, bis dann. Freut mich, wenn ihr das Video bewertet, kommentiert und ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke und tschüss.